So. Der ist auch auf dem Fahrrad, glaube ich. Mal sehen, welchem Typ da angehört. Ein Biker. Smogon. Konfusion ist ja sehr effektiv, wissen wir ja. Und somit ist Smogon K.O. schon. Jetzt vielleicht endlich mal 35. Ach, immer noch nicht. Ich denke mal, er hat noch Smogon und dann Smogmog. Würde Sinn ergeben. Aber selbst Smogmog könnte mich nicht umbringen. Zu schwach. 35, so. Psychokinese, bitte, 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 bitte. Ah, Mist. Konfusion. Komischerweise hat er doch nicht Smogmog. Na gut. Dann ergibt das alles hier keinen Sinn. Egal. So, Pokémon, Hypno. Rutscht nach hinten. Wo bin ich hier? Ah. Na los. Hier doch durch, Mensch. Okay. Keiner will hier wirklich kämpfen. Doch der hier. Hast du schon von den legendären Pokémon gehört? Ja. Zapdos, Arctos, Lavados. Ich weiß, wo Arctos ist und Zapdos. Aber dann war es das auch schon, glaube ich. Oder? Ja, mehr weiß ich nicht. Ach, ihr hört mir gar nicht mehr zu. Ach so, na gut. Nee, wo ist jetzt wirklich hier Lavados? Keine Ahnung, wo sollte er denn sein? Mewtwo weiß ich auch, nur Lavados nicht. Porenta ist tot. 33. Das war schon ein beachtliches Level hier für so einen Vogeltypi. Aber es reicht nicht, ein einzelnes Pokémon. So, der nächste ist wieder ein Biker. Sein nächstes Pokémon nennt sich auch Smogon. Cool. So wie der letzte Biker, nur ich glaube, da war Smogon 28. So, Blubber. Könnte alles abziehen, aber ist nicht so, schade. Smog geht daneben, damit einfach eine Aquaknarre. Und Smogon ist K.O. Zwei Stufen noch, dann habe ich endlich einen Turtok. Dann erlernt er auch irgendwann mal die Hydro-Pumpe. Initiative sinkt. Ja, das ist jetzt nicht so bedeutend. Und nochmal die Aquaknarre. Und auch er hatte keinen Smogmog. Komisch. Na egal. Ach. Ach so. Er hat noch zwei. Kommt er nach Slimog? Fragezeichen. So, Eistrahl. Jetzt leckt's ein bisschen. Pfund. Blubstrahl. Blubstrahl. Ui, Volltreffer. 35, endlich. So, ich glaube, jetzt entwickelt es sich nicht, sonst wäre das ungerade und bei ungeraden Zahlen entwickelt sich kaum einer. Also muss schon immer gerade sein. So, der nächste ist Rasauf. Der muss jetzt auf 36 kommen. Ah. Du bist ein... Okay, das konnte ich jetzt nicht lesen. Irgendwas mit G. Ich hoffe, das stand nicht. Du bist ein gewichster Kerl. Ja, das will ich ja nicht. Das würde ich dann unfair finden hier. So, Torboga kommt Level 29. Kein Problem für unseren Super-Rasaf-Schaufler. Kann nicht treffen. Weil Torboga ja ein Flug-Pokémon ist. Aber das wisst ihr bestimmt. Wirbelwind. Na klar. So ist Torboga aufgebaut. Scheiße, Fußkrug ist ja nicht sehr effektiv, war aber ein Volltreffer, daher ist er doch noch K.O. gegangen. So, Knaddeluff. Da setze ich auf Fußkrug ein. Ich glaube, das ist sogar sehr effektiv. Ja,
sag ich doch. Ah, das ist doch nicht wahr hier. Na gut, ist ja ausgewichen. Kratzfurie, tot. Jetzt schon 36? Das ging schnell, muss ich allerdings sagen. Das finde ich toll. Jetzt kann ich gleich wieder das nächste Pokémon nach vorne holen. Und bald ist dann wieder Schillock vorne und das heißt... Turtok. Ich komme langsam. So, Hypno. Also wie viel der noch braucht. Du siehst lahmfromm aus. Dann habe ich eine Chance. Lahmfromm. Ach, egal. Keine Ahnung, was das bedeutet, das Wort. Zwei Pokémon, darunter befindet sich Taubsi und Wettentauburger. So, Hypno. Eine Konfusion wäre gar nicht so schlecht, ist normal und zieht alles ab. Wunderbar. Das dauert jetzt allerdings, bis Hypno wieder 36 ist. Ist ja gerade 35 geworden. Bei Razaf war das anders. Da war er schon fast 36, wie wir gesehen haben. Da hatte ich dann nur noch einen Schlag. So, es ist verwirrt sogar noch. Jetzt darf ich sogar nochmal anfangen hier. Und damit ist der Bogo auch tot. 702, ja, ja. Ich bin gleich beim Pokémon Center. So, ein Biker. Hey, Kleiner, lass uns kämpfen. Von mir aus. Wenn du es dann auch durchhältst... Oh, das sind ja viele. Oh, Smogon. Ha, wieder diese Geschichte hier. Konfusion, Konfusion, Konfusion und gewonnen. Und dann sind es auch noch 25, das heißt... Das ist sowas von einfach hier. Ich hoffe, der hat wenigstens mal einen Smogmog und nicht nur Smogon. Weil die bringen weniger EP, ne? Ist ja klar. Ist ja scheiße. Und ich will schneller aufleveln. So, Konfusion zieht natürlich wieder alles ab. Und Smogmog endlich. Hoffentlich hat er dann Slimer und Slimog noch. Es gibt dann... Slimer gibt, glaube ich, noch mehr EP als Smogmog. Smogmog ist auch tot. Und 36, super. Komm, Psycho, Psycho, Psycho. Mann. Jetzt wieder ein Smogon. Und jetzt wieder ein Slimer. So. Und das war schon. Hypno, tauscht mit Shillock, tauscht mit Razaf. So, Shillock, jetzt brauchst du nicht mehr viel, dann bist du auch 36 und dann entwickelst du dich zu Turtok gefälligst. Her mit deinen Moneten. Wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Und wenn ich gewinne, bekomme ich von dir das Geld, also... Sieht eher schlechter aus für dich hier, ne? Oh, 28. Das gefällt mir leider nicht. Weil ich Angst habe, dass Shillock gleich tot ist. Fehlt nicht mehr viel. Andererseits bekommt er dadurch mehr EP. Ich wette, jetzt kommt noch Slimer, das wäre doof. Weil da würde ich definitiv sterben, schlammert ist sowas von... Okay. Das ging schnell und es ist Smogmog. Okay. Noch ein Volltreffer wäre hier nicht schlecht. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Das wird knapp. Initiative ist egal. Smog trifft nicht, das ist richtig genial. Das jetzt alles abzieht... Na, war klar. Tackle. Zieht nicht viel ab. Und dann setze ich Aquaknarre ein. Das reicht natürlich. Dann ist Smogmog tot. Und ich denke noch nicht 36, aber wir bekommen jetzt über 1000 EP. Geil. Fehlt nicht mehr viel und gleich haben wir einen Turtok. Ha. Noch ein Kampf oder so. Da oben ist, glaube ich, ist entweder eine Pfadfinderin hier oder eine Gyrod. Und da oben ist so eine Pflanzentrainerin. Da gehe ich lieber nicht hin, obwohl ich aber Eistrahl. Es ist diesmal eine Pfadfinderin wieder. Mit einem Duflor, Pflanze, wo wir von gerade reden. Okay, Eisstrahl. Bam, und das zieht nicht alles ab, so ein Scheiß. Oh. Biss. Tot.
Gift und Gift zieht uns natürlich nichts ab, ist ja klar. So, Mirabla. Was ist jetzt los? Komm schon, stirb. Ja. Ja! Level 36. Es entwickelt sich gleich. Juhu. Wahrscheinlich schaffe ich es dann nicht ins Pokémons hinter den Schöpfer eben. Das ist ja egal. Wie verwandelt er sich jetzt? Ist doch mal nicht schlecht. Also ich hoffe es. Muss eigentlich. Hey, Shilock entwickelt sich. Endlich habe ich gleich einen Turtok. Turtok. Yeah. Ich bin einer der geilsten Pokémon. Turtok, Glurak. Und, ja. Das sind so die Favoriten für mich. Ich versuche den hier um. Nein! Shit. Wenn ich pfeife, kann ich Vogel-Pokémon herbeirufen. Juhu. Wenn ich einen Ball werfe, kann ich auch Pokémon herbeirufen. Was sagst du dazu, ja? 26. Aber ich habe einen Turtok. Ach, der lernt noch Blizzard. Ha. Irgendwann mal. So, Volltreffer hat er wohl. Er ist schon tot. Ich hätte jetzt eigentlich wechseln müssen. Egal, habe ich vergessen. Eisstrahl, Porenta. Porenta tot. Juhu. Dodu. Oh, Dodu. Ist die Vorentwicklung von Dodri. Wahrscheinlich kommt jetzt Dodri gleich. Auf jeden Fall kann ich das gleich in diesem anderen Ort fangen, in Dodri, aber... Nee, will ich nicht. Das kann Triplette. So, jetzt haben wir einen Taubsi. Und alle mit einem Schlag besiegt. Alle mit Eisstrahl. Sofort besiegt. Zwei mit Volltreffer und einmal ohne. Ah, das ist tragisch. Tja. Eins, zwei, drei. Ah, hat nicht gereicht. Scheiße. Möchtest du mit meinen Pokémon spielen? Nein, will ich nicht. Ach, ein kleines Kind fragt mich danach. Er geht zu Mama. Eine Knofenser. Ach, scheiße, Wickel. Egal, ich denke mal, Eisstrahl zieht alles ab. Tot. Hoffe ich mal. Ja. Der ist ja gleich 37 hier. Ist ja unglaublich. Das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Na, ganz toll. Musste ja kommen. So, jetzt wird's knapp hier. Ich glaube, dieses Mal schafft es Turtok nicht. Das zieht jetzt nochmal alles ab. Gift zieht mir dann natürlich nichts ab.